So, herzlich willkommen. Ich bin der Mompitz. Die Ehefrau ist auch wieder dabei. Das ist die dritte und aktuell letzte Box. Aktuell? Vielleicht. Es ist erstmal die letzte Box. Und heute wird entschieden? Scheidung oder nicht Scheidung? Das ist die Frage. Erkenntnisse aus den ersten beiden Boxen? Gut, was wir jetzt nachvollziehen konnten, ist, dass pro Box waren es 3 Rookies, 4 Inserts, 2 Silver Prisms und eine grüne Prism. Und ein Jersey. Genau. Auf das Auto hoffen wir noch, auf das Autogramm, aber ich denke, nein, ich denke nicht, ich weiß, das wird diesmal ein Autogramm werden. Muss. Das finde ich gut. Auch mal eine Einstellung. Man muss ja an seiner Beziehung arbeiten. Ja. Genau. Aber wenn das Beziehungsglück von Karten abhängt, ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ja. Ist so. Was bin ich? Nicht gerade der Gesundheitsguru. Und? So. Wie sieht's aus? Ich glaube, die könnte. Ja. Ich denke, die ist wieder so eine. Wollen wir sie zuerst öffnen? Wollt ihr euch es sparen, den Rest gucken zu müssen? Quatsch. Nee, das will auch keiner. Das will auch keiner, wenn wir noch alle Päckchen sehen. So. Auf ein neues. Und du willst dir dann noch mehr Boxen davon kaufen? Ah. Naja, gut, wenn wir jetzt die Super-Rookie-Karte haben und ich die Boxen immer günstig irgendwo sehen sollte. Wahrscheinlich nicht, nein. So, Clint Capella. Schon wieder. Okoji. Oder du kaufst dir eine Box und lässt sie zu. Das kann ich auch machen. 5 Jahre. Ja, das wäre auch eine Option. Jared Allen als Silver Prism. Und eine Rookie-Karte. RJ Hampton, once again. Den hatten wir schon in der letzten Box gehabt. Und da habe ich schon gesagt, der wird durchstarten, der Junge. Das kommt mir gerade gelegen. So. Ah, die Silber stellen wir auch mal hin. Ist zwar nur Jared Allen, aber... Ja. Stell den ganzen Murks hin, weil gescheite Sachen sind eh nicht drin. Das kommt noch. Ich habe noch ein bisschen... Zeit haben wir noch. Ein paar Päckel bis dahin. So. Middleton. Den haben wir jetzt auch schon zum dritten Mal gezogen, glaube ich. Oder zweite mindestens. Weißt du, wie groß das Base-Set ist? Nö. Also mindestens bis 92. 155. Ja, wahrscheinlich so 200 Stück oder sowas. Das ist aber schon interessant, dass du jetzt schon doppelt ziehst. Steht nicht. Doch, hier 300 Card Base-Set. Okay. Na dann, an die Sammler, da müssen ein paar Boxen her. Anthony Edwards, Top Rookie Insert. Kein Silver. Und hinten dran haben wir noch einmal Kuzma als Base. Also ich würde sagen, jetzt gefolgt von der Hampton ist die Edwards die beste Karte aus der Box bis jetzt. Und weiter geht's. Und da ist etwas dabei. Di Vincenzo, schon wieder. Oh, das ist... Eieiei. Das könnte... Warte. Was stand auf der Box? Was haben sie gesagt? Da steht drauf. Ich habe es irgendwo gesehen. Hier. Blast Exclusive Prism Green Pulsar oder Purple Wave. Das sieht nach Purple aus. Definitiv. Okay, dann haben wir schon als zweite Karte Mitchell Robinson. Und jetzt, wenn es ein Rookie wäre, wäre natürlich der Hammer. LaMelo Ball wäre der Burner, aber es ist ein Nicht-Rookie. Ja, der Mackerel. Schade. Und Tobias Harris. Den aber jetzt schon zum dritten Mal. Ist die Karte limitiert? Nein, leider nicht. Schöne Karte, falscher Spieler. Und trotzdem stellst du sie hin. Ja, weil sie schön ist. Nichts Gescheites dabei. Ja, stimmt. Ich könnte auch austauschen gegen Mitch Robinson oder gegen Tobias Harris oder Middleton. Genau das ist es. So. Und. Da ist das Grün ist dabei. Wieder. Robert Covington. Schon wieder.
Troy Brown Jr., den hat man noch nicht gehabt als Base. Einen Rookie in grün, das ist schon mal nicht verkehrt. Cole Anthony im Merchant. Yes. Das ist ja mal. Okay. Gut. Okay. Das ist super. Hinten dran kommt noch eine Rookie-Karte. Es ist Okongwu. Zum zweiten Mal. Also den Hamilton und den Okongwu haben wir jetzt letzten Box schon mal gehabt. Beide Rookies. Das heißt, du hast jetzt schon für die Box deine Rookies voll. Nee. Einen habe ich noch. Kommt noch einer? Einer kommt noch. So. Emergent Silver. Sind aber nicht limitiert, oder? In grün. Die sind... Nö. Nur grün. Nicht limitiert. Na, bleib stehen. Dann... So, zwei Packs haben wir noch. Einmal das Jersey und ein Rookie müsste noch drin sein. So. Patty Mills Base. Da ist wieder was Grünes hinten dran. Schon wieder. Das ist ja eine grüne mehr als geplant eigentlich. Lou Williams. Und dann noch eine Purple, ne? Und babam, 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 babam. Caldwell Pope. Yeah. Ja, macht nichts, ich auch nicht. Doch, ich kenne schon, aber ja, muss man nicht kennen. Und Cedric Bay. Den habe ich, glaube ich, auch schon gehabt. Weiß ich das, Bay? Doch, das war auch der. Also den habe ich jetzt auch schon. Auf jeden Fall kommt Bay vor Carell. Und die legen wir einfach dahin. Zack. Und jetzt das Päckchen, auf das alle gewartet haben. Mal gucken, ob ich es jetzt auch kriege. Ja, gleich. Den Weedy. Schon wieder. Oh, da kommt das Jersey. Dann drehen wir es nach unten weg. XAN. XAM. Max. Keine Ahnung, wer XAM ist. Xavier McDaniel. Okay, wer hätte es gewusst? Ich sehe schon, also sieht schlecht für dich aus. Ja, also das ist jetzt, glaube ich, das schlechteste Patch, was ich hatte. Ich hätte noch Andre Miller gehabt und The Joker. Darf ich sagen, ist Xavier McDaniel. Ja, der schlechteste von den drei. Also, das sind Boxen für arme Leute mit keiner Chance auf den Riesen Reibach. Ja, muss die richtige Karte haben, ne? Dann würde es was bringen. Okoro als Instant und einmal Base Fools. Okay, das war floppig. Das war nix. Das war die dritte Box. Ja. Es gibt keine weitere. Nein. Lohnt sich nicht. Nicht wirklich. Also tut euch selbst einen Gefallen, holt euch die Karten einzeln. Das ist günstiger, als jetzt die Box zu holen und auf irgendeinen LaMelo Ball Rookie zu hoffen, die zwar relativ teuer ist. Ein Auto. Oder ein Autogramm. Ne? Richtig. Mit dem Geld für die Boxen hätte ich mir wahrscheinlich die LaMelo Ball und ein Autogramm kaufen können. Ja. Oder was Nettes für deine Frau. Ja, oder auch das. Oder vielleicht sogar beides, wenn es ein kleines Autogramm gewesen wäre. Und nur ein Insert-Parallel. Also, hoffen wir auf was anderes. Ja. Aber RJ Hampton, der wird's. Ich sag's euch. Aber in zwei Jahren wird das die teuerste Karte sein aus dem Set. Ich komme drauf zurück. Ja, mal das schauen. Das heißt, jetzt wertest du erstmal aus, ne? Ich wette aus. Lasst mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und ob es euch interessiert, dass er mal wirklich sortiert nach, was jetzt alles drin war, auch wenn die Werte draußen sind oder nachvollziehbar sind. Genau. Und sonst war's das. Das war's, genau. Schönen Tag euch noch. Bleibt gesund. Bis dann.